Nach der Leckerli stehen jetzt Weisswurst und Brezel auf dem Menüplan vom FC Zürich. Mit einer Viertelstunde Verspätung hat der Stadtclub heute Morgen von Zürich aus zum Höhenflug Richtung München angesetzt. Das war schon in Lützisch sehr speziell für mich. Und jetzt auch, okay, das ist nicht mein Ex-Verein, aber trotzdem, ich war in München vor ein paar Monaten und ich habe dort 2,5 Jahre gewohnt. Das war auch mein Stadion, Allianz Arena, so auch sehr emotional und sehr, sehr spezielles Spiel. Ja gut, sie sind nicht so gut in der Meisterschaft gestartet, also eben, und wir haben jetzt im letzten Spiel gezeigt, dass wir wieder eine super Mannschaft sind und wir gehen auf Bayern eigentlich mit viel Selbstvertrauen und werden jetzt sicher ein gutes Resultat machen. Wir müssen bereiten. Der Mittelfinger. Hey. Der Mittelfinger. Okay, und wir schauen morgen, ja. Wir müssen Vollgas geben morgen und immer positiv denken. Ja. Es ist schon so, wenn du das siehst und die Voraussetzungen, die sie da haben, dann ist das, ja, dann wünscht man sich schon, so etwas könnte man auch haben oder man könnte auch mit all diesen Sachen arbeiten. Nur man muss auch sagen, darum auch Bewunderung, sie haben das selber irgendwo erschaffen auch. Dem Uli Hoeneß natürlich jemand an der Spitze gehabt, während x Jahren jetzt, wo ihnen geholfen hat, das alles zusammen erreichen. Und darum sicher irgendwo ein Vorbild, oder wo du mal schaust, wie man es könnte machen oder an was alles das kannst glauben. Oder ja, was man noch alles muss machen, um vielleicht auch mal so weit zu kommen. Das nächste Programm für die weiteren paar Stunden heisst Pressekonferenz und dann das Abschlusstraining in der Allianz Arena. Natürlich werdet ihr da beim FCZ TV auf dem Laufenden gehalten.